Das hast du gehört. Der fängt an zu knarzen. Gut, das liegt wahrscheinlich auch jetzt daran, dass ich echt beschissen immer drauf sitze. Mich ständig irgendwie bewege, weil ich kann ja nicht ruhig sitzen mit meinem Arsch. Und vor allen Dingen jetzt durchs Homeoffice einfach mal 12 Stunden, wenn ich an dem Tag streame oder irgendwas zocke, 12 Stunden auf jeden Fall mit meinem Arsch auf dem scheiß Stuhl sitze. Das ist ja nicht mehr gewohnt. Oder ich müsste mal ölen. Ah, scheiße. Nee, ich brauche echt einen neuen. Irgendwann. Kauf mir vielleicht jetzt besser nichts mehr, sondern einfach einen neuen Stuhl. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Allgemein ist der Stuhl eigentlich nicht für so lange sitzen gemacht. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird die Meritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ja, meiner hatte, glaube ich, so 100 Euro gekostet. Ist halt ein Bürostuhl. Aber ja, wenn du im Büro sitzt, sitzt du meistens ja vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber beim Zocken sitzt du halt selten. Also ich kann das zumindest nicht ruhig sitzen dann. Ich weiß nicht, geht halt nicht. Ich sitze ja auf der Arbeit auch nicht so, wie ich jetzt hier sitze, zum Beispiel. Also beim Zocken kann ich nicht ruhig sitzen und das ist, glaube ich, jetzt irgendwann nach einer Zeit. Und vor allen Dingen, die Rückenlehne ist nur so ein Netz, das ist auch schon ausgehangen und wird Zeit für einen neuen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Habe ich den schon seit Einzug hier? Also 5 Jahre wird er bestimmt sein. Ja gut, Büroschule ist nicht Büroschule, das ist klar. Aber wie gesagt, das waren 100 Euro Bürostuhl. Also, nichts Weltbewegendes. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen.
Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Bei 5 Jahren darf er gerne in Rente, das ist gut. Dann verabschiede ich ihn irgendwann in Rente. Dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Dieses Jahr auf jeden Fall. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke. Für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Mach ich. So. Punkte zu verteilen, lol. Vielleicht sollte ich das mal vorher machen. Au. Danke. Sie bitte macht das. Habe ich gemacht. Und Orte dabei, die sind in-game gar nicht. Okay. Ja gut, die Map habe ich mir so genau gar nicht angeguckt. Ich hatte die nur einmal aufgefaltet, um zu gucken, wie groß die ist. Lange, einsame Winter bringen einen auf absurde Ideen. Möchte ich wissen, was du mit den... Nein, möchte ich nicht.
Ich glaube, es ist gesünder für mich, wenn ich das nicht. Trink doch Kaffee. Falls ich aufhören sollte zu streamen, kannst du doch trotzdem wach sein. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Sie sind hinter dir her. Was auch passiert, du darfst dich nicht in Gefahr begeben. Soll ich nur da sitzen und warten, während andere ihr Leben für mich riskieren? Ja. Hör nur dieses eine Mal auf mich. Tu auf keinen Fall etwas Unbedachtes. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Und ich trinke gerade sogar Energy, also von daher. Aber gut, ich wollte auch nach dem Stream wahrscheinlich noch einen Marvel-Film gucken. Alles wird gut. Oder zwei. Ich muss morgen nur einkaufen gehen, von daher voll geil. Geputzt habe ich gestern. Habe ich morgen ein chilliges Leben. Ich stream ja noch. Ich mein, gegen 10, 11 Uhr. Guck ich einen Film. Frau, chill. Ich bin ja gerade mal anderthalb Stunden am Stream. Mache ich freitags eigentlich oft. Also wenn ich wach bin, dass ich danach im Stream noch einen Film gucke. Oder zwei. Oder auch samstags nach dem Stream. Voll oft. Red Bull, weil ohne Zucker. Ich habe von den anderen bis jetzt noch keins gesehen mit ohne Zucker. Also mit ohne Zucker. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Ja, aber bei uns nicht. Da, wo ich einkaufen gehe, gibt es leider nur das Red Bull. Frau, chill.
Ach, bis hier hast du beim Kronk geguckt. Danach hast du aufgehört. Alter, ich will diese Halskette haben. Aber auch mit dem engen Band. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich hab kein Dimeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Plus, da war keiner. Roschs Fallgruben, die sind wirklich ideal. Scherz, gut, dass du nicht angefangen sind. Ups. Stimmt, da war ja was mit nicht zu nah rangehen, ne? Hey, jetzt. Komm zu Mama. Oh. Ich hasse Portale. Oh. Das wollte ich. Stimmt ja, da war ja was nicht so nah an die Hunde gehen, ne? Ich mag Hunde. Die Kette gibt's, glaube ich, bei Amazon. Aber halt nicht mit dem. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Nicht mit dem Band. Glaube ich. Verdammt. Hey, jetzt. Au. Sorgen Sie mal, warum ist denn das schon wieder kaputt? Komm zu Mama. Nicht, dass ich diesem Unsichtbarkeitsscheiß nicht trauen würde. Problem gelöst. Ja, das Problem ist nur, wenn du zauberst, dann ist es vorbei. Okay. Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Was meinst du, Zero? Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt! Der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Ja, die hat halt hier so ein schwarzes, enges Band und dann dieses, Scheiße. Ja, diesen Anhänger. Mit, ja. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das Ding heißt. Pentagramm? Kann das sein? War das Pentagramm? Pentagramm. Genau. Also so ein. Du solltest drinnen warten! Runder Anhänger mit Pentagramm drauf. Ich kann mich nicht ewig verstecken. Ich muss mich ihnen stellen. Geh wieder rein! Sofort! Nein! Siri, Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Double Chase! Siri, pass auf!
Okay. Cool. Achso, keine Links schicken. Lieber dann gerade per PN. Darf ich jetzt mal was anderes tun als... nein, darf ich nicht. Darf ich jetzt mal E drücken? Nein. Kann ich speichern. Ich habe einen neuen Questgegenstand gekriegt, kann aber nicht ins Inventar. Null. Wo soll ich hin? Warte. Halt durch, Triss! Ciri, geh in den Burgfried! Nein! Geralt hat das Signal gegeben! Wie man jetzt die ganze Zeit hin und her switcht. Ja, der löscht dann blöderweise halt alle Nachrichten. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anders einstellen. Dann viel Spaß beim Zocken. Hast du alles reinbekommen, Benny? Auch den Kuchen? Zurück. Wie das den überhaupt nicht interessiert, das Feuer. Du sollst dich nicht abschießen. Komm jetzt. Achso, wir sollen weiter rein. Halt. Lecker Kaffee. Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Hey, wo muss ich hin? Riegelt den Torhof ab! Mach das Tor zu! Wenn ich wüsste, wo. Ach, hoch. Das sollte hoch heißen? Ernsthaft? Es sah eher nach unten. Es sah eher unten, ein Pfeil nach unten aus. Kriegt das See auf. Wenn der will. Lambert,
Spiel nicht den Helden! Geralt, geh zu Lambert. Sofort! Jawohl, Chef. Komm schon! Ja, das wollte ich gar nicht. Darf ich mal bitte da? Lambert! Verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Yennefers Kraft lässt nach! Was für Lambert? Bleib bei uns! Der war überhaupt nicht in Gefahr! Wir müssen uns zurückziehen! Yennefers Kraft lässt... Ja... Achtung! Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Achso, ich soll gar nicht kämpfen, Leute. Zurückziehen! Ja! Durch das Tor in den Hof! Keine Sekunde zu früh. Geh zurück auf deine Position. Viele Masse von Soldaten, ihr Bastarde! Scheiße. Au! Wieder und. Lol. Durchgang zum Haupthof überprüfen! Wo ist Esken? Verdammt. Er sollte doch das Tor öffnen. Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar. Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern. Was denn nu? Mach dies, mach das, mach jenes. Hey, Triss, kannst du mal bitte aufhören, die Feuerbälle auf mich zu schießen? Jetzt, du Stecken. Scheiße. Alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten Sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Also ich wette, irgendjemand stirbt. Sonst wäre es zu einfach. Aber so stirbt von wegen, soll sterben. Laut Geschichte. Jetzt war jetzt nicht auf ihn bezogen, aber im Allgemeinen halt. Weil bei so einem epischen Kampf kann doch nicht sein, dass keiner von den eigenen Leuten überlebt. Dass alle von den eigenen Leuten überlebt. Das habe ich gerade keiner gesagt, Leute. Siehst du? Ich kann das auch.